erfolgreiche Kommunale, die die bezeichnet haben. Also es war ein Vorschlag zum Titel, den habe ich gerne entnommen. Das führt mir auch schon zum nächsten Punkt. Es geht um die Kommunale GDI in Stuttgart. Das ist also unser Blickwinkel auf die Kommunale GDI. Jede Kommune geht an einem anderen Standort los. Das sieht man ja an dem Foto auch schon ganz gut und wird die Wege anders wählen und wird auch vielleicht andere Ziele unterwegs ansteuern. Also ist klar, wir sprechen aus der Stuttgarter Sicht. Ich muss auch sagen, ich bin vom Vermessungsamt und dort von der Abteilung Geoinformation und Kartografie. Das heißt, mein Blick auf die GDI ist eben auch von dieser Abteilung, von diesem Amt geprägt. Aber natürlich ist die GDI in Stuttgart nicht nur das Vermessungsamt, sondern vor allem die Fachbereiche, die die Daten natürlich nutzen. Aber trotzdem schimmert es natürlich immer mal wieder so durch, wenn ich den Vortrag halte. Dann habe ich den Vortrag auch so aufgebaut, dass ich den Titel nehme und erstmal über die GDI spreche, dann über das Thema erfolgreich und dann über den Weg. Ich habe am Anfang zwei Definitionen. Ich habe heute Morgen gehört, die Schrift ist nicht gut zu lesen. Da sieht man mal wieder, der städtische Standard in Stuttgart ist vielleicht nicht immer optimal. Also scheinbar hätte man vielleicht eine bessere Schriftart wählen müssen. Ich habe mich an den städtischen Standard gehalten. Ich hoffe, man kann es trotzdem einigermaßen lesen. Es geht mir aber gar nicht so sehr um den Text, sondern um das Thema Geodaten interoperabel verfügbar machen. Und da ist es für uns wichtig, dass wir diese ganze Prozesskette betrachten. Also von der Erzeugung der Geodaten, diese Daten interoperabel verfügbar machen. Es muss aber auch grundsätzlich ganz einfach, ganz transparent sein, ist natürlich das Ziel. Und wir wollen die Nutzung unterstützen. Das kann man nicht immer erreichen oder nicht immer direkt erreichen, aber das wollen wir im Blick behalten und immer auch bewerben. Das heißt, diese ganze Produktions- und Verwertungskette soll im Blick bleiben bei uns in der GDI und daran wollen wir arbeiten. Eine zweite Definition, die geht Richtung Komponenten, technisch, organisatorisch und rechtliche Regelungen. Und ich habe das auch so ein bisschen verändert, habe das Recht zum Thema, zum Block Organisation zugeordnet und habe den Mensch noch hier mit reingenommen. Das ist allerdings keine Erfindung von mir, sondern das kommt aus der Literatur, ein bisschen einen anderen Kontext hat es. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ein gutes Modell, wo man sagt, man hat ja oft, häufig, sage ich mal, einen Fokus auf die Technik, aber diese Organisation und der Mensch, der dahinter steht, sind eben doch elementare Bestandteile und das haben wir uns auch vorgenommen, in der Stadt Stuttgart alle drei natürlich zu bedienen. Diese Kästchen und diese Farben, die Sie jetzt sehen, die werden den ganzen Vortrag so ein bisschen strukturieren. Das ist also mein Versuch, in dieser kurzen Zeit die GDI Stuttgart so ein bisschen darzustellen. Also in blau die Technik, die Organisation in den grünen Farben und der Mensch in den gelben Farben. Und ich fange mal mit dem Kern natürlich, mit dem Geoinformationssystem an. Vier Ebenen unterscheiden wir, wenn wir mal ganz stark abstrahieren, die Datenebene, so eine Logik- und Diensteebene. Die Basissysteme, die bei uns in Stuttgart eine sehr große Bedeutung spielen, die stadtweit zugänglich sind, die stadtweit genutzt werden. Und dann die Fachanwendungen obendrauf. Und ganz kurz, das ist gesagt, das ist unser Werkzeugkoffer, an dem wir uns bedienen. Das wird noch ein bisschen klarer in der nächsten Folie. Da gehe ich nochmal durch diese Ebenen durch. Am Anfang also nochmal diese Datenebene, eine zentrale Geodatenbasis, die für die übergreifende Beauskunftung in der Stadtverwaltung zuständig ist. Also dort sollen möglichst alle zugreifen können. Dazu gehört nicht nur physikalisch dieser eine Datenbestand, dazu gehören auch Fachsysteme, in denen andere weitere Fachdaten liegen und die werden dann eben über diese Diensteebene transportiert. Auf dieser Diensteebene gibt es auch Komponenten, das ist ein schönes Beispiel, unser Geoexport. Wenn wir die Basissysteme drüber sehen, dann nutzen unsere Basissysteme alle diese Geoexportfunktionen oder dieses Modul. Dieses Modul hat auch eine eigene Administration. Also da greifen wir dann immer wieder auf das gleiche Modul zu und können das sozusagen aus dem Werkzeugkoffer uns bedienen, je nach Anforderungen. Das sind diese Basissysteme, die stadtweit im Einsatz sind. Darauf kommen dann die Fachanwendungen und wenn ich jetzt mal von der Fachanwendung ausgehe, also das Amt für Umweltschutz kommt mit dem Thema Energiekataster zu uns, dann gucken wir uns die Anforderungen an und natürlich den Baukasten, den wir haben und können dann zum Beispiel auf unserem WebGIS Geoline Pro mit den entsprechenden Modulen, mit den entsprechenden Diensten, so eine Anwendung relativ einfach, relativ schnell konfigurieren oder auch manchmal nur programmieren, aber wir haben schon viele Bausteine zur Verfügung, um eben schnell, flexibel reagieren zu können. Daneben gibt es natürlich noch große Fachsysteme, die nicht auf der Basis dieser Fachanwendung oder dieser Basissysteme
erstellt worden sind. Also IKIS ist natürlich so ein Thema oder viele andere Informationssysteme, Kanal, sind alles natürlich Themen, die eigene Systeme sind, aber wir achten natürlich darauf, dass, dass der Austausch auf der Daten- und auf der Diensteebene funktioniert und dass das dann doch wieder ein harmonisches Gefüge ergibt. Ja, das war also dieser Kern, die Geoinformationssysteme, und drumherum gibt es natürlich einen Rahmen, eine technische und organisatorische Infrastruktur, die wir uns gegeben haben. Und an der Stelle sind wir jetzt ganz stark in der Abteilung Geoinformation und Kartografie, technische Infrastruktur. Wir arbeiten auf virtuellen Servern, das ist dann in Zusammenarbeit natürlich mit der zentralen IMK. Wir unterscheiden Produktionsumgebung von Vorproduktion und Testumgebung bei fast allen Basissystemen, treten also einen hohen Aufwand, um die Produktion immer laufen zu halten, um uns relativ gut bei Tests und in der Vorproduktion bewegen zu können und eben die Verfügbarkeit hochzuhalten. Hoher Grad in Automatisierung muss man anstreben, sonst kommt man natürlich mit den Themen nicht durch. Das heißt, viel über Skripte oder FME-Server. Wir haben Administrationswerkzeuge selber entwickelt. Da haben, glaube ich, die Kollegen jetzt tolle Sachen programmiert oder konfiguriert, um eben den Aufwand auch gering zu halten und eben auch die Qualität hochzuhalten. Wir haben natürlich ein Monitoring-System, wir haben auch ein Bug-Tracking-System. Schon seit 7 Jahren verwalten wir unsere Fehleraufgaben, Changes über so ein Ticket-System. Das heißt, jetzt für fast alle Systeme oder für fast alle Bereiche wird dieses Ticket-System jetzt auch produktiv genutzt, und dann entstehen mehrere hundert Tickets pro Jahr. Wir haben seit 2007, also seit 10 Jahren, ein Wiki, der sich jetzt so in letzter Zeit, so seit etwa einem Jahr, Richtung Kollaborationssystem noch aufbaut. Also das heißt, nicht nur das Wissen dort repräsentieren in unserem eigenen Wiki, sondern noch mehr in Richtung Zusammenarbeit zu gehen. Das befindet sich gerade auch im weiteren Ausbau. Ja, da gibt es natürlich eine organisatorische Sicht auf die Sache, ganz logisch die Aufbauorganisation, dann aber auch die Prozesse, Geschäftsprozesse, also die Ablauforganisation ist ein Thema, Projektmanagement logischerweise ein Thema, Berichtswesen ist natürlich ein Thema. Wir haben uns, das sieht man vielleicht schon an diesem Wiki, auch intensiv mit dem Thema Wissensmanagement beschäftigt. Wir versuchen noch mehr Richtung Qualitätsmanagement zu machen und sind gerade dran, dass wir das Risikomanagement ein bisschen strukturierter aufbauen. Das führt mir aber schon dazu, dass man das ganz klar ist, diese ganzen Themen, Risikomanagement, Qualitätsmanagement und so weiter, da kann man ja unglaublich viel machen. Das gibt natürlich die Zeit nicht her. Das ist logisch, da können wir nicht in die Tiefen von einem Risikomanagement, wie es BSI zum Beispiel vorgibt, eindringen. Das schaffen wir zeitlich nicht. Deswegen ganz wichtige Ergänzung oder eigentlich mehr als eine Ergänzung, das ist die Grundlage, der Mensch, der dahinter steht, dass alle Mitarbeiter, Kollegen, alle Nutzer natürlich mit ihrer Motivation und mit ihrem Wissen dahinterstehen und eben Sachen, die man technisch und organisatorisch nicht immer lösen können, dann eben auch auf der menschlichen Ebene ausbügeln können. Deswegen auch wieder an der Stelle das Thema Mensch, den kann man natürlich nicht ersetzen mit seiner Motivation und mit seinen Können. Ja, sind wir erfolgreich? Das ist schwierig zu beantworten, die Frage, weil wie misst man Erfolg? Ich habe es versucht, mal auf diese drei Ebenen wieder abzubilden. Ich fange mal eher so mit unserem Angebot an. Also was haben wir denn so? Diese 5 Basissysteme, die ich schon genannt habe, die 450 Datenebenen, die wir im Intranet bereitstellen, also übergreifend in der Stadtverwaltung beauskunftet werden. Wir haben auf unseren Basissystemen inzwischen 45 Fachanwendungen erstellt, die also für die Fachämter erstellt wurden. Wir haben im Internet einen eigenen Webviewer und haben im Auftrag der Fachämter dort jetzt insgesamt schon etwas über 40 Viewer erstellt, und dort sind auch etwas über 200 Datenebenen schon sichtbar. Also mit, sage ich mal, schon ein ganz gutes und ein ganz rundes Angebot, das wir da haben. Wenn wir jetzt die Organisationen angucken, dann nutzen 25 Ämter der Stadtverwaltung die Geoinformationssysteme, also haben registrierte Nutzer. Es gibt 3 Ämter, die keine registrierten Nutzer haben. Die nutzen dann vielleicht die freien, offenen Anwendungen, wo man sich nicht registrieren muss. Also zum Beispiel unsere Internetangebote, die kann man ja ganz grundsätzlich nutzen. Wir haben einen ganz wichtigen Punkt, das ist die GIS AG, die Arbeitsgemeinschaft Geoinformationssysteme in der Stadtverwaltung. Ich sage nachher auch nochmal was dazu. Dort sind 15 Fachämter organisiert, dort arbeiten wir quasi über die Fachbereiche hinweg zusammen. Und das ist ein ganz enger, intensiver Austausch, wo man sich monatlich trifft und den Dialog und die Kommunikation und auch die gemeinsamen Projekte dann koordiniert. Wir haben insgesamt 10 Fachämter, die solche GIS-Fachanwendungen
nutzen. Also diese 45 Fachanwendungen verteilen sich dann auf diese 10 Ebenen. Und wir haben 15 externe Kunden, die dann über Zertifikate unsere Systeme nutzen. Die Zugriffszahlen, etwas schwierig, also ich habe verbotenerweise oder unzulässigerweise habe ich Zugriffszahlen zusammengezählt von unterschiedlichen Systemen, darf man überhaupt nicht machen, aber es sind jetzt 400.000, auf die ich gekommen bin, also die Zahlen müssen Sie mit Vorsicht genießen, aber trotzdem ist, denke ich mal, eine hohe Zahl, es passiert was und da wird jeden Tag intensiv die Systeme genutzt. 2700 registrierte Nutzer haben wir in der Stadtverwaltung und wir haben im Internet etwas von über 100.000 Zugriffe im Monat. Also, denke mal, das ist eine hohe Nachfrage. Ich glaube, wichtiger vielleicht noch, das ist eine steigende Nachfrage. Wir kommen auch nicht unbedingt mit den Anforderungen, die von den Fachämtern auf uns zukommen, immer nach. Und die ganzen Kennzahlen, zumindest die wichtigen Kennzahlen, die entwickeln sich tatsächlich auch nach oben. Das heißt, ja, ich glaube schon, wir sind erfolgreich und können uns das sehen lassen. Es gibt trotzdem unglaublich viele offene Punkte und Themen, die man noch bearbeiten muss. Ja, das, was man noch bearbeiten muss, das führt mich zum Weg. Hier hat es leider nur eine Folie einen kleinen Fehler. Da würde eigentlich stehen Technik, Organisation, Mensch. Und das ist aber nicht so gravierend, weil diese drei Grafiken sind jetzt gemalt. Die basieren nicht auf Kennzahlen. Ich habe aber Kennzahlen. Die haben sich nur nicht für solche Kurven bewährt. 1997 wurde das System SIAS bei uns eingeführt. Client-Server-System, das es heute noch immer gibt, da sind wir aber gerade so langsam dran, das dann auch wirklich ernsthaft abzulösen, aber das war sehr erfolgreich, sehr stabil, sehr gut und war 1997 konzipiert für 40 Nutzer, also konzipiert für 40 Nutzer. Für 8 Datenebenen und im Laufe der ersten, also relativ schnell am Anfang von diesem System, sind dann 5 Fachanwendungen sogar schon entstanden. Aber von den 40 Nutzern 1997 sind wir jetzt bei 2700 Nutzer und haben ja natürlich noch diese freien Angebote obendrein. Also das sind tatsächlich noch mehr. Also sieht man, es hat sich was getan und was man in den Nutzerzahlen sieht, das spiegelt sich natürlich auch in den Themen, in den Daten, in den Anwendungen, auch in den Strukturen wieder. Und das heißt, es ist nicht nur ein Wachstum, das sich da ereignet hat, sondern das ist natürlich auch ein ganz anderes Maß an Komplexität, was sich in den Jahren entwickelt hat. Und dazu gehört die Kommunikation und die Kooperation, die muss man ganz hochhalten. Und da verweise ich nochmal auf diese GIS AG 2001, durch eine Verfügung des damaligen Oberbürgermeisters gegründet. Und das sind eben diese 15 Ämter und die kooperieren und kommunizieren in dieser GIS AG ganz intensiv. Also sicherlich für unseren Weg ein ganz entscheidender Punkt, dass wir gemeinsam so weit gekommen sind. Ja, wie geht es weiter? Ich habe da eine Folie nicht zur GDI, sondern zur digitalen Transformation. Auf der Grafik sehen Sie die Marktdurchdringungszeiten von Innovationen. Und wenn man am Anfang bei 30, 40 Jahren für Radio oder TV liegt, dann liegt man heute bei wenigen Jahren, also World Wide Web, sagen Sie 7 Jahre, Smartphone ist eher so bei 2 Jahren. Und diese Innovationen und dieser Zyklus und diese Dynamik steigern, so sind, glaube ich, die einhelligen Prognosen. Und das wird sich natürlich auch für die GDI auswirken. Also die digitale Transformation wird uns in allen Arbeits- und Lebensbereichen treffen und das wird sicherlich zu mehr Nutzung, zu mehr Komplexität, zu immer neuen Innovationen führen. Und das schaffen wir natürlich auch nur in der Kooperation innerhalb der Stadtverwaltung, aber auch außerhalb der Stadtverwaltung. Und das sind so die Zukunftsaufgaben, die wir sehen. Es ist nicht sehr konkret, aber es wird sich sicherlich auch in ganz vielen Bereichen abspielen. Und Sie sehen es auch in den bunten Kästchen, das wird sicherlich technische Weiterentwicklung geben, aber auch organisatorisch und auch bezüglich der Menschen, die das Ganze betreiben und die das Ganze nutzen, wird es natürlich eine Weiterentwicklung geben. Ja, Weg zu einer erfolgreichen kommunalen GDI, wieder der Hinweis, das ist natürlich die Stuttgarter Sicht und der Stuttgarter Weg, den wir beschritten haben und den wir noch weiter beschreiten. Ich habe nochmal die einzelnen Punkte hier aufgelistet. Die will ich nicht wiederholen. Ich will eins nochmal herausstellen, das ist Technik, Organisation und Mensch. Ist mir persönlich jetzt auch wichtig, das muss man alles drei im Blick halten, um quasi eine ausgewogene Entwicklung zu haben und alle Themen und alle Techniken und alle Menschen auch dort im Blick zu behalten. So, das war jetzt so ein schneller Durchgalopp durch das große Themenfeld kommunale GDI. Ich hoffe, es hat ein paar Einblicke und Hinweise gegeben, wie es in Stuttgart läuft und bedanke mich für die offenen Fragen.